Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten Platin hier mit Windmill Engine. Ein neues Engine-Spiel ist am Start. 99 Cent kostet das Ganze nur für PS4, keine PS5-Version. Aber ihr habt hier die Möglichkeit auf 4x Platin, wenn euch das Ganze noch im Japan, Asien und US-Store kauft. Wir hauen das Ding sofort wieder an. Dauert der Platin hier 2 bis 3 Minuten. Wie bei den anderen Engine-Spielen auch, ja. Wir müssen natürlich wieder genau dasselbe tun, ja. Alles hier upgraden. So, wir wählen natürlich wieder den Express-Mode, nicht New Game, den Express-Mode bitte wählen, ja. Ansonsten, wenn er bei New Game startet, dauert das Ganze ein bisschen länger. So, und jetzt hauen wir hier direkt schon mal, oh, Moment, ein bisschen... Zack, so. Jetzt hauen wir hier erstmal den Viereck-Button rein, ja, damit wir hier ein bisschen Geld bekommen. Und wenn ihr X drückt, hier bei, ja, bei dem ersten hier Upgrade Press Button, ja, dann gibt es natürlich ein bisschen mehr Geld, wenn ihr hier den Viereck-Button spammt, ja. Wenn ihr noch mit R1 hier bis so ein bisschen rumswitcht, ja. Könnt ihr dann dementsprechend in die nächsten Spalten. Das hier müssen wir alles kaufen. Alles upgraden bis zum Maximum. Ja. So, jetzt geht das Ganze hier schon alleine. Ja. Jetzt bekommt er Geld fürs Nix-Machen. Ja, ihr kennt das Ganze. Ihr könnt das natürlich weiterhin unterstützen mit Viereck, wenn ihr wollt. Ansonsten hier alles kaufen, was es zu kaufen gibt. Ja. Bis nichts mehr geht. Je mehr ihr kauft und upgradet, desto mehr Geld bekommt ihr und vor allem je schneller bekommt ihr Geld. Ja, ihr seht es ja immer hier, da steht es immer, wie viel ihr pro Sekunde an Geld bekommt. Ja. Und ja, das macht er dann dementsprechend, bis halt alles voll ist und ihr dann dementsprechend auch die Platin habt. Ja, da gibt es dann schon die erste Trophy, da haben wir das erste schon mal voll abgegradet hier. Und dann geht es dann dementsprechend hier weiter. Ja. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze gerne noch mit dem Viereck-Button unterstützen, damit es, ja, damit er halt einfach noch mehr Geld bekommt. Müsst ihr aber nicht, es läuft eigentlich auch von alleine. Ja. Aber könnt ihr. Ja. So, da gab es dann die nächste Trophy schon. So, hier Education, ja, schön hochleveln, damit wir auch gleich hier in dieser Gegend das Ganze machen können. So, da machen wir schon das erste. So, da war's, Education ist voll, Level Nummer 3 haben wir. So, jetzt haben wir alle Technologien erlernt bei Education, ja, und so machen wir dann dementsprechend hier jetzt auch weiter. So, kaufen wir noch das hier, das, so geht's dann immer weiter. So, hier, das haben wir jetzt dementsprechend auch hochgelevelt, brauchen wir dann also auch nicht mehr. So, das haben wir alles. So, das haben wir alles, das haben wir alles. So, zack. Und das war's dann auch schon. Ja, so schnell ist das Ganze hier vorbei. Make a Billion, ja, das ist immer die letzte Trophy, ja, sobald ihr die habt, hört das Spiel im Prinzip von alleine auf. Und hier ist dann dementsprechend die Platin Crate Inventor, ja, Leute, das war's dann schon wieder von mir, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.